Liebe Hörer, liebe Freunde, liebe Fans, hier ist In Dubio, der Podcast des vorauseilenden Ungehorsams. Der Podcast für Zweifel und Misstrauen gegen die Schweigespirale. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich und ich habe das Vergnügen, an dieser Stelle einen für diesen Podcast einträglichen Gruß auszusenden. Die Freunde der Freiheit in Zürich grüßen ihren lieben Freund Wilhelm. Das ist die Botschaft. Und wenn Sie es den Freunden der Freiheit in Zürich nachtun und hier auch eine Werbeansage platzieren wollen, dann schreiben Sie bitte an indubio@achgut.com. Sie wissen, wir brauchen Ihre Unterstützung, nicht zuletzt für die Indubio-Ausgabe in einer Woche. Am Tag der Bundestagswahl werde ich nämlich nicht wie gewohnt früh morgens, sondern erst um 19 Uhr zu hören sein, dann allerdings live 3 Stunden lang mit ganz vielen Gesprächspartnern nacheinander und durcheinander. Unter anderem sind dabei Vera Lengsfeld, Boris Reitschuster, Roland Tichy, Henrik Broder, Peter Hane, Alexander Wendt, Birgit Keller, Hans-Georg Maaßen, Werner Patzelt, Michael Klonowski. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt meiner prominenten Gästeliste. Also lauter Leute, die Sie bei den Öffis eher nicht hören werden. Freuen Sie sich auf In Dubio Spezial unter dem Titel Saures zur Wahl. Wir sind noch eine Woche davon entfernt. Heute ist Sonntag, der 19. September 2021. Und heute darf ich begrüßen den Leiter der Parlamentsredaktion von Bild, Ralf Schuler, den Rechtsanwalt und Publizisten und Schurkendarsteller in dem Spielfilm Kill Me Today, Tomorrow I'm Sick, Joachim Steinhöfel, sowie den Satiriker und Kunstmaler Bernd Zeller, der einst Lustiges für Harald Schmidt geschrieben hat und jetzt Senior Influencer der täglich erscheinenden einzigartigen Ein-Mann-Publikation namens Zeller Zeitung ist. Hallo zusammen. Es ist ja immer wieder schön, dass wir hier noch zu hören sind, trotz der verschiedenen Löschungen und Sperrungen, die wir auf verschiedenen Plattformen wie Spotify oder YouTube schon erleben mussten. Und nun hat am Wochenende Facebook den Zensurhammer herausgeholt und 150 Konten und Gruppen auf einen Schlag gelöscht, die der Querdenkerbewegung zugeordnet werden. Ich mag übrigens dieses zugeordnet. Joachim, wer ordnet da eigentlich wem was zu? Das muss man Facebook fragen und ob die das selber wissen, möchte ich stark in Frage stellen. Ich will mal kurz einen Satz aus der Süddeutschen Zeitung, die darüber nur berichtet hat, vorlesen. Das, was Facebook jetzt gemacht hat, nämlich 150 Querdenken-Kanäle als schädliches Netzwerk zu löschen, es sei die weltweit erste gezielte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richte, die eine koordinierte Schädigung der Gesellschaft hervorrufe, teilt der Konzern mit. Ich würde das gern so anfangen, dass ich als erstes sage, Querdenken, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, ob man das gut oder schlecht oder grauenhaft oder wunderbar findet. Das ist aber völlig irrelevant. Solange sich das, was die Leute tun, und das mag manchmal nicht so sein, meistens ist es aber selbst nach den Berichten der Verfassungsschutzämter so, im rechtlich zulässigen Rahmen bewegt. Überwiegend ist das so. Ideologische und weltanschauliche Bewertungen spielen bei der Anwendung von Grundrechten überhaupt keine Rolle. Da ist die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts völlig eindeutig. Und was da jetzt passiert, ist Folgendes. Wir haben seit Ende Juli 2 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die klipp und klar sagen, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Nutzerrichtlinien von Facebook unwirksam sind in Hinblick auf Löschungen und Sperrungen, es sei denn, es sind strafbare Inhalte. Alles, was sie löschen, was nicht strafbar ist, verstößt gegen die Grundsätze, die der BGH in diesen Entscheidungen formuliert hat. Das heißt, seit Ende Juli wissen die das und es interessiert sie nicht. Das heißt, der Konzern setzt sich wissentlich über die Richtlinien des Bundesgerichtshofs jeden Tag hinweg. Rein formal können Sie sagen, die Urteile gelten nur zwischen den Parteien, also dem Kläger der dortigen Verfahren und Facebook. Und die anderen können daraus keine Rechte unmittelbar herleiten. Sie können selber klagen. Aber da steht klipp und klar drin, was geht und was nicht geht. Und in Kenntnis dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung verstößt Facebook jeden Tag. Das hier, wo nicht einmal ein klarer Verstoß gegen Strafgesetze oder so etwas behauptet oder geschweige denn nachgewiesen wird, ist eine, ich muss schon sagen, totalitäre Anmaßung, in der man vorsätzlich rechts- und verfassungswidrig zulässige Meinungsäußerungen wegradiert. Zu einem Zeitpunkt, der eine politische Dimension hat und das
sollte jedem, und zwar wirklich völlig unabhängig davon, wie er zu dieser Bewegung oder was auch immer man dazu sagen will, steht, zu denken geben, wer ist dann als nächster dran? Was passiert, wenn hier kein Schlussstrich gezogen wird, wenn man hier nicht massiv vorgeht? Ein IT-Riese ohne jede demokratische Legitimation setzt sich massenhaft über geltende rechtliche Grundsätze hinweg und greift tief in die Grundrechte und die Meinungsfreiheit ein. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Ich nehme mal deine Frage auf, Joachim. Ich gebe sie gleich weiter. Du fragst, was passiert, wenn das so weitergeht? Und tatsächlich, ich meine, das ist ja ein unfassbarer Chinesen-Speak hier. Da ist von koordinierter Schädigung der Gesellschaft die Rede und von den unternehmensübergreifenden Maßnahmen, um böswillige AkteurInnen aufzuspüren. Also, was passiert, wenn, und Joachim Steinhöfel hat ja schon darauf hingewiesen, dass es ein besonderer Zeitpunkt ist, zu dem das jetzt geschieht. Ralf Schuler. Also ich muss sagen, mir wird ein bisschen flau, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, nicht nur wegen der Ostvita, sondern ganz allgemein, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte befasst hat, der Volksschädling ist schon ein Topos, der ziemlich fest verankert ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts und zwar auf verschiedenen Seiten der autoritären Regime. Und wenn man das halt erlebt hat, die Begründung, dass jemand das Gemeinwesen schädige und deshalb ausgesondert werden muss, dann wird einem da wirklich ein bisschen schwarz vor Augen. Mich würde vor allem interessieren, wann ist man eigentlich ein Querdenker? Wann ist man ein Volksschädling? Was muss ich tun, um nachzuweisen, dass ich keiner bin? Den Impfpass zeigen? Das ist alles ziemlich diffus und es klingt eigentlich ein wenig so, auch wenn man die längere Geschichte der Löschungen von Facebook und Twitter sich anguckt, als ob diese großen Konzerne tatsächlich einfach reinholzen ins Meinungsgeflecht und dann der Gesellschaft und der Juristerei irgendwie überlassen, das Ganze zu lichten und dann zu sagen, was man darf und was man nicht. Aber man hat erstmal Haltung gezeigt. Das ist schon ziemlich bedenklich, denn eine rechtliche Grundlage kann ich nicht erkennen bei der Querdenkenbewegung oder gegen die Bewegung. Erzähler, auch DDR-Erinnerungen? Ja, in gewisser Weise natürlich, obwohl es da kein Facebook gab. Mich überrascht an der jetzigen Aktion eigentlich nur, dass es vor der Wahl geschieht, dass wir nach der Wahl uns nach dieser guten alten Zeit zurücksehen werden, wo das noch gemeldet wurde und wo das noch in der Zeitung überhaupt noch bekannt gegeben wurde. Ja, das erwarte ich. Aber das bedeutet ja eigentlich nur, dass Facebook nicht vom Bundesgerichtshof bezahlt wird, sondern die Freunde woanders sind. Ja, das kann man daraus schließen, nicht wahr, Joachim? Ich mache mir eigentlich über Folgendes Gedanken. Das, was da vorgefallen ist, das wird nicht kritisiert, es wird darüber berichtet. Mit so einer Halbdistanz, als sei es ja möglicherweise okay, weil man die ja alle gar nicht mag, die Querdenker. Da gab es ja Demonstrationen, wo verrückte Reichsbürger rumlaufen und so. Das stimmt ja auch alles. Und wahrhaft Aluhutträger, wie man sie sich besser gar nicht malen kann. Aber es wird dann natürlich auch immer versucht, von solchen Leuten auf die gesamte Gruppe zu abstrahieren. Und die gefällt einem dann nicht. Und dann ist das schon irgendwie okay, was da läuft. Das ist noch viel gefährlicher beinahe. Das eine ist, dass ein IT-Konzern glaubt, er kann machen, was er will. Da wird man ihm vielleicht demnächst noch stärker als ohnehin schon auf die Finger schlagen. Aber dass das so hingenommen wird und so mit einem Kopfschütteln so zur Tagesordnung übergegangen wird, dass hier massenhaft in Grundrechte eingegriffen wird. Man hat sich ja im Rahmen der Maskentage dran gewöhnt. Und dass die Medien nicht sagen, was tun die da eigentlich? Gab es nicht gerade eine BGH-Entscheidung? Dürfen die das überhaupt? Wieso geschieht das? Steht da jemand, der sagt, das geht nicht? Bei Donald Trump war der Twitter-Account weg, in den USA ist die Rechtslage anders. Da hat sogar die Kanzlerin, die für das NetzDG verantwortlich ist, scheinheilig und mit Doppelmoral irgendwas davon erzählt. Ja, das ging ja nun in der Tat zu weit. Sie selber hat so ein Gesetz maßgeblich mit auf die Bahn gebracht. Und hier wird das stillschweigend hingenommen. Und das sagt mehr über unser Gemeinwesen aus, und zwar über alle, die irgendeine Stimme haben, die kein Wort dazu sagen an Kritik, als wir uns wahrscheinlich im Moment klar. Das ist natürlich die Kehrseite der allgemeinen Forderung nach gezeigter Haltung, dass ein Klima entsteht, in dem der Verdacht, man stünde, wenn man Facebook kritisiert oder Querdenker verteidigt in ihrem Recht der freien Ausübung ihrer Meinungsfreiheit, dass man dann in den Verdacht gerät, man unterstütze sie inhaltlich. Also das Verständnis von freiheitlichen Spielregeln ist so weit degeneriert oder tritt zumindest zurück hinter die Vorsicht, nicht mit den falschen Leuten gesehen zu werden. Das muss einem dann schon mächtig zu denken geben.
Ja, degeneriert ist schon das richtige Wort, ja. Sagt Bernd Zeller, mit dem ich ja hier nicht in einen Satirewettstreit einzutreten wage, weil er der Profi ist. Aber mir ist eins eingefallen, als ich dieses Verbot schon wieder da von Facebook las. Die Frau Baerbock hat doch irgendwie neulich gesagt, jedes Verbot sei ein, was, Wachstumstreiber oder Innovationstreiber. Ja. Hat sie jedes gesagt, glaube ich, Verbote allgemein gesagt, die Innovationen treiben würden. Natürlich, das kann funktionieren, weil man vielleicht auch etwas pfiffiger damit umgeht, was man bei Facebook schreibt. Das kann schon ein Effekt sein. Ich stimme da den beiden anderen Diskutanten da völlig zu. Wir sind also hier die Blase, die derselben Meinung ist, dass die Gefahr genau auch in der Akzeptanz besteht. Bei den Medien, das hätte ich vor 20, 30 Jahren nie und nimmer so erwartet, dass die eben genauso reagieren und nicht mal nach der Rechtslage schauen, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Und dass das so funktioniert, eben auch bei den normalen Leuten. Man passt auf und viele finden das auch gar nicht schlimm, dass man aufpassen muss, denn wer will schon zu den Falschen gehören? Also man muss eben auch ganz klar sagen, nichts gegen unsere Blase, die hegen und pflegen wir. Man muss eben auch ganz klar sagen, dass dieses Vorgehen von Facebook ja doch deutlich sichtbar und erkennbar synchronisiert ist mit den politischen Bestrebungen, die Querdenker irgendwie einzuhegen. Markus Söder hat auch gefordert, dass der Verfassungsschutz sie beobachten möge. Früher ging es lediglich darum, wer kämpferisch die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen versucht. Die Definition ist inzwischen deutlich ausgeweitet worden und insofern fühlt sich Facebook da in bester Gesellschaft und hat politischen Rückenwind. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die Politik seit längerem das diffuse Gefühl hat, und ich kenne das aus vielen Gesprächen mit Vertretern des Kanzleramts, aber eben auch im Umfeld mit anderen Ministerien, die einigermaßen ratlos sind, dass in der Gesellschaft sich Zusammenballungen verschiedenster Strömungen treffen, die dann in Wellen sehr wirkmächtig werden. Wir haben das gesehen bei der Attac-Bewegung, die am Ende so stark gewesen ist, dass das Handelsabkommen, das TTIP-Abkommen am Ende gekippt worden ist, weil Leute so demonstriert haben, dass man sich nicht traute, dass man es durchkriegt. Obwohl die Politik fest davon überzeugt war, dass das eigentlich eine gute Sache gewesen wäre. Und die Querdenker sind eben auch so eine Bewegung, die verschiedenste Strömungen anziehen und zu einer Massenbewegung werden, die schwer handelbar ist. Das ist, wenn man es freundlich ausdrückt, das, was Armin Laschet immer mit dem Zusammenhalt der Gesellschaft bezeichnet. Den will man dahingehend befördern, dass man versucht, solche Zusammenballung, solche Bewegungen so unter Kontrolle zu halten, dass sie eben nicht überkritisch werden und umstürzlerische Kräfte entfalten. Also diese Bewegung, die nimmt, wie Ralf Schuler sagt, verschiedenste Strömungen auf, aber sie ist ja eigentlich monothematisch. Also vom Ursprung her muss man ja sagen, es gäbe diese ganze Querdenkerbewegung nicht ohne diese irrsinnige Corona-Politik, die uns die Regierung eingebrockt hat und die von großen Teilen der Medien, ja eigentlich fast von allen und von leider auch vielen Wissenschaftlern, vielen Medizinern, vielen Stützen der Gesellschaft, deren Beziehungen man jetzt erstmal anfängt zu hinterfragen und deren Vernetzungen auch hochproblematisch erscheinen. Ohne all das gäbe es ja keine Querdenker. Aber das Problem bei solchen Bewegungen ist, dass immer verschiedenste gesellschaftliche Strömungen sich andocken, die aus anderen Gründen mit der Gesellschaft hadern oder mit dem politischen System eigentlich abgeschlossen haben und dann in neuen Bewegungen eine Projektionsfläche sehen. Hier ist es jetzt das Impfen, früher war es der Freihandel, bei Pegida ist es die Migration und die Politik ist hochgradig nervös, weil sie sieht, dass dort sich verschiedenste Strömungen, die eben nicht mehr in den klassischen Parteien, in Gewerkschaften und diesen vormals klar definierten öffentlichen Raum zu verorten sind, zusammenschließen und auf eine aus Sicht der Politik irrationale Art und Weise Meinungsmacht entfalten und eben nicht nur die Demonstration, die physische von Menschen ist das Problem, sondern das Problem ist eine Meinungszusammenballung im Netz, die sich dann auch in Wahlergebnissen, wenn sie zum ungünstigen Zeitpunkt kommt oder eine charismatische Führungsfigur trifft, entladen können. Und das ist für die Gesellschaft alles, macht alles sehr viel schwerer steuerbar. Wenn das so ist, wie du sagst, Ralf, dann wäre es ja so, dass die Politik Meinungsbildung außerhalb der bisher etablierten Kanäle, die sie in gewisser Weise beherrscht, verhindern möchte, was ja eine völlig undemokratische Absicht ist. Ich habe, als es losging mit den sozialen Medien, immer die Meinung vertreten, die ich auch immer noch weitestgehend vertrete, dass es zu einer enormen Demokratisierung des politischen Diskurses beiträgt. Tut es auch,
tut es aber nicht nur. Es gibt die Schattenseiten und es gibt die positiven Seiten, dass man in einer Art und Weise sich Gehör verschaffen kann. Man hat einen YouTube-Kanal, man macht, nehmen wir Boris Reitschuster, ist völlig egal, ob man mit ihm politisch einer Meinung ist oder nicht. Das muss man ja immer dazu sagen, weil die Leute sonst sagen, ja, den finde ich ganz toll oder den finde ich ganz schlecht. Ist völlig egal. Er bewegt sich innerhalb des Rahmens unserer Verfassung und hat eine enorme Reichweite entwickelt. Das heißt, da kommt jemand, den man vorher nur kannte, wenn man Fokus gelesen hat, weil er Moskau-Korrespondent war. Und auf einmal hat seine Stimme Gewicht, weil er in der Bundespressekonferenz Fragen stellt, die vielen Leuten gefallen und so weiter. Und der Zugriff auf diese Kanäle ist ein anderer, als man zum Beispiel auf das ZDF oder die ARD über die Rundfunkgremien hat, wo sehr viele frühere oder aktuelle Politiker sitzen, die dann möglicherweise ein kleines bisschen dafür sorgen können, dass die Berichterstattung nicht zu sehr in die falsche Richtung geht. Und das geht bei YouTube bei einem Kanal nicht und das geht bei Facebook nicht und das geht bei Twitter nicht. Und das will man unter Kontrolle bekommen. Und darum gibt es natürlich auch das NetzDG. 2015 war es Frau Merkel dann irgendwann zu dumm mit der Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik. Und man hat Kontakte zu Journalisten, die bei den großen Zeitungen schreiben, die der normale John Doe auf der Straße nicht hat, der sich jetzt aber seinen eigenen Kanal schafft. Und diese Kontrolle zu einem gewissen Grad wiederzuerlangen, dem kann man diese ganzen Eingriffe in den sozialen Medien meines Erachtens zu einem wesentlichen Teil unterordnen. Natürlich geht es nur um Hass und Hetze, ist ja klar. Man muss schon fair bleiben. Das große Problem, was wir haben bei diesen Strömungen, ist, wie Udo Di Fabio, der frühere Verfassungsrichter, sagt, dass sich die gesellschaftlichen Prägeräume, so wie er es formuliert, verlagern raus aus dem Bereich der etablierten Politik und damit natürlich auch die demokratische Repräsentanz ein Stück weit verloren geht. Das heißt, er sagt immer, die deutsche Umwelthilfe macht mehr Verkehrspolitik als das Verkehrsministerium. Da ist was dran. Und das andere Problem ist, es ist demokratisch eigentlich nicht mehr legitimiert. Das heißt, wenn viele Menschen das Gefühl bekommen, die Gesellschaft schwappt irgendwie von hier nach da, ohne dass ich sie auf den etablierten Einflusskanälen mich daran beteiligen kann, dann wird es natürlich auch wieder schwierig. Also es ist jetzt nicht so, ich verteidige Facebook nicht, aber es ist natürlich ein riesiges Problem, dass wir uns eine Verfassung gegeben haben mit bestimmten Entscheidungswegen. Und dann klagt eine Organisation gegen die Dieselruß am Stuttgarter Neckartor und kippt sozusagen die gesamte Fortbewegung eines Landes. Und diese Mechanismen sehen wir natürlich auf verschiedenen Wegen. Und wenn beispielsweise eine Anti-Impf-Bewegung sehr stark werden würde, fürchtet halt die Politik, dass dann sozusagen die Volksgesundheit auf dem Spiel steht und rational nicht mehr durch Abstimmung im Parlament oder anderwie zu beeinflussen ist. Naja, haben wir doch einen Dissens. Kanzler. Sind wir doch nicht komplett einer Meinung. Ich finde diese Betrachtung in solchen Oberbegriffen, dass sowas kommt in der Natur nicht vor. Gesellschaften schwappen nicht und die Strömungen werden nicht stark. Und das ist so, das sind diese politischen Sichtweisen, die auch immer militärische Bilder haben. Und da werden Aufstellungen gemacht und da werden Fronten verhärtet und da laufen Vorbereitungen auf Hochtouren. Das sind alles Sachen, die so nicht passieren bei dem normalen Bürger. Also bis ein Bürger merkt, die Politiker wissen gar nicht mehr Bescheid und es geht ihnen um andere Anliegen als dem Bürger selbst, dann steht er überhaupt erst vor der Frage, wo gibt's was anderes, wo erfahre ich was Besseres, dann sind nur diese Effekte, wenn sie sich irgendwie in Wahlergebnissen niederschlagen, überhaupt merkbar. Erst dann kommt es irgendwie in den Ministerien, in den Parteien an als ein Problem und dann immer nur auf der abstrakten Ebene, dass da Strömungen stark werden und irgendwie die Demokratie gefährdet ist und die Volksgesundheit, weil die Impfbewegung da irgendwas sich aufbläst. Aber das sind doch Folgeerscheinungen, die die Problematik bei der politischen Klasse bei Hofe haben und nicht beim Bürger. Wenn ich von Strömungen höre, dann habe ich immer das Gefühl, hier ist die Rede von etwas Ungreifbarem. Und auf der anderen Seite erlebe ich ja dieses Ungreifbare, aber doch genau auch in der Politik. Also die Politik macht ja keine klaren Ansagen oder jedenfalls sie arbeitet ja keineswegs geradlinig. Jetzt war gerade vom Impfen schon die Rede. Und die Art und Weise, wie entgegen allen wohllautenden Deklarationen, es wird keinen Impfzwang geben und so weiter, das nun doch durchgesetzt werden soll, das ist ja nun genau sozusagen das Modell Strömung in der Machtpolitik selbst. Es ist reine Machtpolitik,
reine Parteipolitik, die sich in irgendeinem Thema greifbar machen lässt für den Hof, für die Herrschenden. Und sei es jetzt eben dann mit der Auswirkung, dass Facebook irgendwelche Leute dann löscht, die sie für die Bewegung halten. Das ist es ja, dass man dann die Vorstellung hat, also seitens der Politik, bei den Bürgern ist eine Bewegung, eine Strömung. Das kommt bei den Bürgern nicht vor, eine Bewegung, eine Strömung. Die sind so nicht. Das verstehen ich jetzt. Ich gucke mir ja nicht die Wahlduelle an und die Trielle und wie viele die Elle das dann sind, sondern ich gucke die Wahlstände an, die an der Straße stehen. In Jena bin ich. Und da bemerke ich eigentlich genau das. Die Politiker, die da stehen oder die sich da um ein Mandat bewerben, kommen mit irgendwelchen abstrakten Begriffen an und manchmal nicht mal das. Da steht bloß Klartext oder für ein gemeinsames Deutschland mit uns allen oder irgend so ein Unsinn. Und Pseudoprobleme, die werden vorgebracht. Und mit den Bürgern, die da kommen, mit denen wird man fertig. Also da jetzt Bernd Zeller gerade dieses T-Wort erwähnt hat, muss ich doch mal kurz darauf eingehen, dieses Triell. Das war mir bis vor kurzem völlig unbekannt. Wer hat das um Himmels Willen in die Welt gesetzt? Das ist doch eine neue Erfindung. Oder kanntet ihr vor 2 Monaten schon das Triell? Nein, aber ich kannte viele. Ich kannte auch nicht 2G und 3G oder irgendwie, wie die das immer nennen. Und Notbremse und diese Nachrichten, diese ganze Sprache. Ich finde das ganz furchtbar, diese Sprache, diese Zeitungssprache, diese Politikersprache mit solchen Pseudobegriffen, die danach klingen, als sollte man sich was darunter vorstellen. Aber es ist einfach nicht möglich, da steht nichts. Verschiedene G-Punkte sind in der Tat problematisch, weil wir zum Beispiel das Treffen der G7 und der G20 haben. Wir haben ein G36-Gewehr und wir haben G5 bei den Mobilfunkstandards. Da kommt einiges, durcheinander. Wenn man da nicht ganz gut aufpasst, ist man da auf einer völlig falschen Spur. Aber was das Triell betrifft, muss ich sagen, ich habe tatsächlich auch extra gegoogelt, um herauszufinden, ob es das Wort eigentlich gibt oder ob wir einfach nur aus der Not, dass es nun mal kein Duell ist, wenn zwei mitmachen, heraus dieses Wort erfunden haben. Und siehe da, es gibt tatsächlich einen Wikipedia. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es in der praktischen Bewandtnis, also es ist eher ein Denkgebäude mit mathematischem Hintergrund, sehr komplizierte Formeln. Ja, ein spieltheoretisches Problem ist es. Das gab es noch nicht. Das gab es einfach noch nicht. Ich habe davon noch nie gehört, jedenfalls nicht im öffentlichen Raum. Hieß das nicht früher Elefantenrunde? Ist das nicht ungefähr dasselbe? Nur Elefanten sind natürlich ein bisschen, wenn Frau Baerbock dabei ist, darf man nicht sagen. Das ist so wie Indianer. Früher hatte man halt 2 Spitzenkandidaten der favorisierten Parteien und alles weitere lief dann so weit hinten im Feld, dass es sinnlos gewesen wäre. Da hat man immer eine Runde mit den beiden Großen gemacht und dann noch die Kleinen dann in einer Extrasendung abgefertigt. Das Triell ist irgendwie tatsächlich ein spieltheoretisches Experiment. Ich glaube, nirgends haben sich mal 3 Männer mit einer Pistole versucht, gegenseitig zu erschießen, wenn das verschiedentlich durchgespielt worden ist. Jetzt hatte man halt das Gefühl, dass die SPD irgendwie in nachhallendem Volkspartei-Kategorie dazugehört. Im Frühjahr, als das vereinbart wurde, waren die Grünen gerade auf einem Höhenflug, der auf dem Weg zum 30% waren. Und da hat man halt gesagt, gut, dann müssen wir die 3 wenigstens zu Wort kommen lassen. Die Alternative wäre gewesen, sozusagen in K.O.-Runden das Ganze auszuspielen oder nach EM- oder WM-Regeln 2er-Duelle mit Punktabzug. Das wäre auch lustig gewesen, aber ich glaube nicht, dass das politisch durchzusetzen gewesen wäre, denn die Parteien ringen da sehr, sehr hart hinter den Kulissen nach den Spielregeln und wer dabei sein darf. Und wenn das nicht passt, dann geht man einfach nicht hin. Also das glaube ich nicht, dass die da nicht hingegangen wären, denn als die Sendung stattfand, war es so, dass die Grünen, glaube ich, so in den meisten Umfragen noch etwa 2% vor der FDP waren. Und wenn ich ein Sender bin, der diesen Sendeplatz zur Verfügung stellt und diese für viele, die ihre Stimme abgeben, sehr wichtige Sendung, ich fand sie ganz, ganz schlecht, da können wir vielleicht auch noch drüber reden oder nicht, ich fand sie unterirdisch moderiert und gefragt, dann ändere ich ganz einfach die Regeln, weil sich die Verhältnisse geändert haben. Es ist ja nicht zu fassen, dass man irgendwann etwas vereinbart und wenn sich die Verhältnisse, denen sich die Grünen praktisch fast halbiert haben, nicht ganz, aber fast, und noch 2% vor der FDP sind, dann steht da jemand, der da gar nicht hingehört. Das war der Status am Tag der Sendung. Dann stellt man da noch einen Tisch dazu. Geht das nicht? Können öffentlich-rechtliche Sender mit 8 Milliarden Euro finanziert nicht noch einen Tisch ins Studio stellen? Und wenn die Parteien dann sagen, dann kommen wir aber nicht, tja, dann bleibt ihr halt weg. So einfach ist es.
Und ich möchte noch einen Satz zu der Sendung sagen. Das wirkte auf mich so ein bisschen, ich wusste gar nicht, wer der Herr von der ARD ist. Ich habe das dann gegoogelt und habe gesehen, das ist der Chefredakteur der ARD. Er wirkte auf mich wie so ein bisschen wie derjenige, der, wenn gestandener Fußballer in die Kabine kommt, der immer einen hat, der ihm die Tasche trägt im Verhältnis zu Maybrit Illner. Und so ist sie auch mit ihm umgegangen. Das meinte sie vielleicht gar nicht böse, vielleicht war ihr aus ihrer Sicht nicht professionell gesucht. Aber das war doch auch keine gleichgewichtige Moderation. Wenn man sich US-Sendungen anschaut von den großen Netzwerken und da Politiker befragt werden, was für ein unglaublicher Unterschied. Es geht nicht darum, dass die Leute da angepöbelt werden, aber die Fragestellung ist sachkundiger und härter. Und vor allen Dingen, wenn dummes Zeug erzählt wird, soll ja mal vorkommen in solchen Sendungen, dann lassen sie die Leute nicht vom Haken. Ich will nur ein Beispiel nennen aus einer anderen Sendung, aus Anne Will. Da saß Laschet da und eine junge Dame von Fridays for Future, wie heißt sie noch, Neubauer, und sagt aus heiterem Himmel, Maaßen sei Antisemit. Und dann lässt Will sie vom Haken. Das ist für jemanden, der Vorsitzender des Bundesamtes für Verfassungsschutz war, ein ungeheuerlicher Vorwurf. Wenn sie Belege dafür hat, prima, dann darf sie das selbstverständlich auch sagen. Aber wenn dieser Vorwurf in einer solchen Sendung fällt, und Frau Will hakt nicht nach und nagelt sie fest und sagt, Sie erheben hier diesen Vorwurf. Jetzt erläutern Sie bitte allen Zuschauern, worauf genau führen Sie das zurück? Das ist völlig flöten gegangen. Was für eine indiskutable Leistung. Und wenn ich mir das Triell angucke, der Name widert mich schon an. Ich finde den Namen ganz fürchterlich. Das war eine sehr, sehr schlechte Sendung mit miserabler Moderation, mit schlechten Fragen. Das kann man oft sehen, dass die Kandidaten überhaupt nicht in Bedrängnis geraten sind. Wenn die Plattitüden abgesondert werden, muss man sofort dazwischen gehen. Man kennt doch die ganzen gestanzten Antworten. Das kann man ja vorher klarstellen, dass man dann das Mikrofon ausstellt. So, jetzt also, können wir richtig auspacken. Rapide, aber ich mache ja gerne die Medienkritik an unserem Milliardenfernsehen und da hat es ja in dieser Woche mehreres gegeben, was noch besprechenswert ist. Unter anderem gibt es eine Wunschmoderatorin des WDR-Wissenschaftsmagazins Quarks heißt es. Die entpuppte sich kurz nachdem sie hoch gehandelt wurde für diesen Job als richtige Israel-Hasserin, nicht wahr? Die hat 2014 da mitgemacht bei diesem Al-Quds-Tag in Berlin. Und das Schönste war dann die Erklärung von ihr, ich habe es nicht wörtlich im Kopf, aber ich glaube, sie hat gesagt, sie hat ja nicht selber, irgendwie ist sie nicht tätlich geworden bei diesen Demonstrationen. Dass der WDR jemanden als Moderator für eine Sendung ins Visier nimmt, der dort länger tätig ist und kein, wie man das in den USA nennt, Vetting macht, nicht überprüft. Wer ist das? Was für eine Vita hat sie? Was für Recherchekapazitäten hat man in dieser größten ARD-Anstalt eigentlich? Wenn man das nicht weiß, was denn irgendjemand bei Twitter rausfindet? Oder wusste man das und hat gesagt, ist ja nicht so schlimm. Wir laufen ja alle rum und schreien Juden ins Gas. Hatten wir ja kürzlich erst auf den Straßen hier auch in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch ein journalistisches Versagen, dass man so etwas, weil man so ein bisschen Diversität gerade en vogue findet, offenbar nicht in der Lage ist, festzustellen und davor zu vermeiden, dass so jemand in eine solche Position hineinkommt. Das ist ja nicht zu fassen. Auf diesen Demonstrationen jubeln sie Hitler hoch und schreien Juden ins Gas. Und da läuft man mit. Ich habe ja selber nicht Juden ins Gas geschrien und das lässt man noch so gehen. Gut, die Bild-Zeitung hat das ja sehr, sehr deutlich aufgenommen und das ist auch gut. Ja, die Weiterungen sind eigentlich noch viel deprimierender, denn die Videos, um die es da ging, die konnte man nicht nur finden, nicht nur von der Demo, aber vor allem ein Erklärvideo, was sie für die Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen hat, in dem sie erklärt, dass Dschihad lediglich eine Art der Selbstvervollkommnung und Selbstfindung ist. Man kann ganz offenbar diese Interpretation auch vertreten, aber so zu tun, als wäre die andere, die kriegerische, die blutige Definition des Dschihad, als wäre die überhaupt nicht existent. Das ist natürlich schon eine sehr seltsame Sache, zumal sie das sozusagen in vollem Kopftuchornat vorgetragen hat. Da kriegt man eigentlich schon beim Zugucken Beklemmung. Dazu muss man nicht mal lange googeln. Das war ein offizielles Video. Das bringt einmal mehr die Bundeszentrale in Erklärung, wo wirklich abenteuerliche Sachen verlegt und verbreitet werden. Und andererseits den WDR natürlich. Ich bin wirklich erstaunt. Ich habe mich daran gewöhnt, dass in journalistischen Kreisen die Mitgliedschaft in maoistischen Gruppen oder bei irgendwelchen radikalen linken Vereinen als lustige Jugendsünden gehandhabt werden, wo man sich dann gern auch gegenseitig seine Erlebnisse austauscht. Das ist für mich mal etwas befremdlich. Aber dass jetzt sozusagen islamistische Vorvergangenheit auch zu den lässlichen Jugendsünden gehört, da muss ich mich wohl erst noch dran gewöhnen. Ich glaube Folgendes. Das ist ja kein Einzelfall, dieser Skandal.
Die Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Anstalten hat extrem gelitten. Das ergibt sich aus Umfragen. Es gibt einen enormen Unwillen in der Bevölkerung gegen Gebühren, die man zahlt und die man nicht zahlen will, bei sehr vielen. Viele, ich will gar nicht alles kritisieren, ne? Ich will auch keinen Grundabriss jetzt machen mit den öffentlichen Anstalten, aber sie haben, glaube ich, einen sehr, sehr schweren Stand. Dann laufen sie zum Verfassungsgericht und kriegen noch eine Erhöhung durch mit einer Begründung, wenn man die teilweise liest. Unersetzlich sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten zum Aufdecken von Fake News und zum demokratischen Diskurs. Ich habe eine einstweilige Verfügung gegen den Faktenchecker der Tagesschau erwirkt. Die ist rechtskräftig, weil der NDR die anerkannt hat. Das zum Thema Fake News bei öffentlich-rechtlichen Anstalten. Dann diese ganzen Skandale, dann die Verfassungsgerichtsentscheidung. Gerichtlich wird man nichts gegen diese Gebühren. Ich glaube, irgendwann schwappt es über, um das nochmal aufzunehmen. Und die Leute sagen, jetzt reicht's mir, und die hören einfach auf zu zahlen. Und wenn das hinreichend viele Menschen machen, weil sie ganz einfach nicht mehr bereit sind, immer und immer und immer wieder, schauen wir uns mal die Talkshows an und die Besetzung. Das ist ja so. Gucken wir uns Markus Lanz an, der das brillant macht, mit Abstand der Beste. Und die ganze Konkurrenz, Hart aber fair, Anne Will, Maybrit Illner. Was für ein fundamentaler Unterschied in der Qualität. Warum geht das da nicht? Irgendwann haben die Leute die Nase voll und sagen, ich zahle einfach nicht mehr. Und wenn das ein paar hunderttausend machen, dann möchte ich mal sehen, wie das System das geregelt kriegen will. Ja, wir werden das sehen. Also erstmal müssen die paar hunderttausend zusammenkommen. Wie gesagt, das müssten einzelne Bürger für sich entscheiden, und dann würde das als Strömung wahrgenommen. Aber man wird mit 100.000 fertig. Das sind die, die jetzt in Berlin also zahlenmäßig demonstriert haben, eben gegen die Corona-Politik. Und so wie mit denen umgegangen wird, so wird das mit denen gemacht. Und wir sind da auf dem Weg dorthin. Ich finde ja schön, dass die journalistischen Ansprüche aus dem letzten Jahrtausend noch aufrechterhalten werden. Aber ich bin da nicht so illusorisch und nicht so optimistisch, dass das noch irgendwas bringt, dass da noch irgendwas herumgerissen wird mit ein paar Urteilen. Die Masse an Fällen wird einfach viel zu groß, als dass da auch ein paar noch so clevere Anwälte dann sich noch damit befassen können. Wir sind noch nicht ganz durch mit unseren Fällen der Woche. Und nur der Vollständigkeit halber und für die Geschichte erwähne ich, dass die ARD eine von einer linksradikalen Agentur gecoachte Aktivistin in die Wahlkampfarena mit Laschet geschickt hat, die vorher auch noch richtig erklärt hat, auf Twitter glaube ich, dass sie ihn fertig machen will. Und das zweite war Pro7. Gut, das ist kein öffentlich-rechtlicher Sender, aber es zeigt auch, wie es um unsere Medien steht, denn die haben Kinder aufgeboten, so mit Knopf im Ohr Fragen an Laschet zu stellen, Fragen, die sie selber nicht richtig verstanden haben. Und zum Beispiel, ob, ja, das kommt jetzt wieder auf dich, Joachim, ob Maaßen ein Nazi, aber im Original hieß es Nazi. Ich glaube, das Kind hat es nicht richtig verstanden, was gemeint es sei. Was soll man dazu noch sagen? Damit diskreditiert sich ein Sender in seiner Absicht, politische Sendungen zu machen, komplett, macht sich lächerlich. Man geht aber wahrscheinlich doch einfach zur Tagesordnung über und macht einfach so weiter. Ich meine, das Schlimmste aber in der politischen, nicht Berichterstattung, sondern in den Politsendungen sind die Talkshows, abgesehen von Markus Lanz. Was einem da zugemutet wird, das ist praktisch nur noch ein Forum, damit politische Verantwortungsträger ihre Rechtfertigungssuaden ablassen können. Aber keine Sendung, in der Fragen gerade jetzt, wir hatten die Flüchtlingskrise, wir hatten die Euro-Krise, wir haben jetzt die Corona-Pandemie. Die Art und Weise, wie da Tag ein, Tag aus Herr Lauterbach sitzt, ich wundere mich ja, dass sie ihn nicht spiegeln und zweimal mit sich selber diskutieren lassen, das ist ja wirklich nicht zu fassen. Lauterbach hat sich häufig getäuscht, was anderen sicher auch so geht, aber er wird als die große Eminenz rumgereicht und hat wie viele Talkshows gemacht? Das einzige Interessante, was ich erfahren habe, ist, er sucht eine Freundin. Der Rest hat mich wirklich nur noch gelangweilt. Also muss man verstehen. Wussten Sie das, meine Herren? Dass er eine Freundin als sucht, hatte ich jetzt so messerhart noch nicht recherchiert. Aber allerdings hat uns auch die Bundesjustizministerin ehedem darüber unterrichtet, dass sie offen sei für eine neue Beziehung. Also die wichtigen Ergebnisse der Bundesregierung, die kriegt man dann doch irgendwie immer noch mit. Auch jetzt kann doch Bild mal kämpfen und die beiden zusammen. Naja, das wird doch mal schön. Man legt die Ministerium mit einer Doppelspitze. Wir haben ehedem schon bei der Beziehungsstiftung für den früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen sehen
segensreich mitgewirkt, aber wir können das nicht permanent tun, sonst müssten wir eine Agentur gründen und dann wischen die uns nach rechts oder nach links, dann ist auch wieder schwierig. Das Problem bei Talkshows ist in der Tat, dass dort weniger inhaltlich besetzt wird, als vielmehr nach Farben. Also jemand ist temperamentvoll, jemand ist aggressiv, jemand ist milde und dann möglichst nach klaren Antworten. Und da ist natürlich Lauterbach ein super Gast, der immer warnt. Also es regnet, wird gewarnt, es scheint die Sonne, es wird gewarnt. Er warnt vor allem und es kommen immer neue Wellen. Da kann man sich drauf verlassen, das ist berechenbar. Man hat dann einen Part besetzt. Das ist schon eine super Geschichte und er ist sehr flexibel und kann selbst vom Bahnhof aus noch eine Live-Schalte machen. Das funktioniert alles ganz gut. Das größere Problem scheint mir zu sein, dass die weltanschauliche Schieflage bei den Öffentlichen, das ist ja ganz offenkundig, dass das gesellschaftlich nicht repräsentativ ist, wie immer neue Studien nicht nur unter den Volontären der ARD gezeigt haben, dass diese weltanschauliche Schieflage ja nicht durch irgendeine Indoktrination zustande kommt, sondern durch eine Art Selbstorganisation. Das heißt, es finden sich dort Menschen zusammen, die das halt alle so sehen und dann gleichwohl in ihrer Mehrheit das politisch-soziale Gefüge in Deutschland nicht abbilden. Das ist ein Problem. Das wäre kein Problem, wenn es sich um ein privates Medium handelt, dann gibt es halt den Fokus oder die Neue Zürcher Zeitung, die ein deutlich konservatives Profil zeigen, die Taz eher links. Aber wenn dann zu diesem ein wenig aus der Zentrierung geratenen Profil der öffentlichen Sender hinzukommt, die Attitüde des Bühnebietens, die exemplarisch ja dieser Tage von Jan Böhmermann im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo von der Zeit zutage getreten ist, der sogar vermeintlich falsch liegenden Virologen keine Bühne in den öffentlichen Medien bieten soll, dann versteht man eigentlich das ganze systemische Versagen, was da vorliegt. Denn es ist eben gerade nicht Aufgabe von öffentlich-rechtlichen Sendern, die Bühne zu wählen und sozusagen der Gatekeeper für das Auftreten auf der Bühne zu sein. Und wenn, dann ist es nur in einem ganz geringen, wirklich verfassungsfeindlichen Rahmen zulässig, Leuten die Bühne zu verweigern. Sie sollen eigentlich gerade der Marktplatz der Meinungen sein. Dafür zahlen wir Gebühren und nur dafür wäre es zulässig, Gebühren zu zahlen, weil sonst hat dieses System seine Berechtigung verloren. Sicher alles richtig und schön gesprochen. Die sehen das aber anders. Die Öffis haben ja eine Aufgabe und man sieht es ja am Gendern und da wird auch keine Rücksicht genommen auf irgendwelche, was hat Ralf Schuler gesagt, Verfassungsvorschriften oder so. Nein, nein, also gegendert wird kräftig. Ich muss kurz Abbitte leisten, weil ich eine Hörerzuschrift bekam von einer Frau Joost, Martina Joost, die ist Mitglied des Landtags in Sachsen und zwar für die AfD. Sie weist mich darauf hin, dass ich doch irgendwie neulich in einer Sendung gelobt habe, dass in Sachsen jetzt offiziell vom Ministerium aus keine Genderreihe, keine Gendersternchen und all dieser Mist nicht gemacht wird. Sie sagt aber, es wäre schön, wenn ich darauf hingewiesen hätte, dass die AfD dies erst durch ihren beharrlichen Druck möglich gemacht hat. Also das trage ich jetzt an dieser Stelle nach. Die Frau Joost hat zu diesem Thema, ich glaube, 100 Anfragen schon gestellt. Also das ist tatsächlich Politik, das Bohren von dicken Brettern. Und im Übrigen war es kein Verbot von Gendersternchen, sondern es ist eine Empfehlung des Kultusministers. So, also jetzt sind wir schon bei Sachsen und ich komme nahtlos zu der neuesten Grandiosität, nämlich die Kunstsammlungen Dresden haben jetzt 143 Kunstwerke umbenannt. Habt ihr das mitgekriegt? Seid ihr sprachlos oder was ist dazu zu sagen? Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich habe mir vor kurzem die Direktkandidaten in meinem Wahlkreis in Hamburg angeguckt. Da hat der NDR so Videos gemacht, wo jeder 2-3 Minuten sprechen konnte. Und ich habe mir auch den von der FDP angeguckt. Ich habe ja immer mal FDP gewählt. Und dann fing er an zu erzählen, was er so alles macht, wie lange er in Hamburg ist. Und dann nach 2 Minuten hieß es plötzlich SchülerInnen. Und als er das gesagt hat, war das Thema für mich erledigt. Und jetzt habe ich jemand anders gewählt. Das hat für mich so weitgehende Auswirkungen, dass ich einen Politiker, der sich dieser Sprachvergewaltigung unterwirft, nicht ernst nehmen kann und nicht wählen werde. Feierabend. Und darum gucke ich mir das in Dresden, glaube ich, gar nicht alles an. Das regt mich nämlich nur auf. Neuerdings haben wir auch eine neue Moderatorin bei heute, die jetzt auch das Gendern auf die Spitze treibt. Ich finde es so unerträglich. Schüler und Schülerinnen finde ich völlig in Ordnung. Aber wenn es mit dem Sternchen und den Innen losgeht, dann ist für mich Schluss. Ja, und wir sollten auch gar nicht das Wort Gendern benutzen. Da gehen wir schon auf dieses Feld, um es mal journalistisch
auszudrücken. Dieses Wort dürften wir nicht übernehmen. Das ist schon ein herrschaftliches Gebaren, dem wir uns da fügen. Gendern, so ein Quatschwort. Naja, es ist natürlich völlig irre, dass man jetzt sozusagen in die Vergangenheit zurückgreift und die nach heutigen Maßstäben zurechtbiegen will. Es ist jetzt nichts Neues. Man ist eigentlich noch nicht mal mehr überrascht, da wir ja beispielsweise in Berlin die Mohrenstraße umbenennen, die auf ein Wohnhaus im frühen 18. Jahrhundert zurückgeht. Aber sozusagen die Geschichte nachträglich bereinigen zu wollen, müsste eigentlich doch der Letzte merken, dass man da auf einem nicht nur sinnlosen und dämlichen, sondern auch sonst sehr abschüssigen Gelände ist. Also wann will man anfangen, irgendwie dem Ötzi jetzt noch eine Gespielin beizuordnen, damit nicht nur ein Mann dort repräsentiert ist als Mumie? Das ist doch völlig abwegig. Und gerade bei Kunstgegenständen war es eigentlich immer ganz normal, dass man höchste Authentizität bewahrt, weil ansonsten sind wir eigentlich nicht viel schlimmer als Bilderstürmer früherer Zeiten, die umgemalt haben und Extremitäten dann plötzlich übertüncht haben, weil sie nicht passten. Ich meine, die Taliban sprengen Statuen in Afghanistan und wir bereinigen hier unsere Kunstarchive. Das ist zugegebenermaßen ein monströser Vergleich, aber einfach Finger weg von der Geschichte, weil irgendwann haben wir historische Zeugnisse, die eben keine Zeugnisse mehr sind, sondern ein zeitgeistig überarbeitetes Relikt. Bernd Zeller. Ja, man merkt es ja auch erst, wenn man selbst betroffen ist. Die meisten glauben, das geht uns ja nichts an, die Kunstwerke. Was interessiert uns denn die Kunstwerke in Dresden? Das denkt die Mehrheit. Ist froh, glauben zu können, nicht betroffen zu sein. Wir hatten vor einem Jahr etwa in Jena den Fall, dass eine Landtagsabgeordnete der Grünen sich aufgemacht hat, nach kolonialistischem Erbe zu suchen. Hat sie nichts gefunden, hat sie was genommen, dass ein Schmuckladen einen belasteten Namen hat und dann auch noch sowas Zarotti-ähnliches im Logo. Ein bisschen später wurden die dann auch geschmissen und so angegriffen. Dann habe ich die Anfrage an den Pressesprecher des Bürgermeisters gefragt, ob der Herr Bürgermeister der Auffassung ist, dass dieses Vorgehen faschistoid ist. Und der Pressesprecher antwortete, der Oberbürgermeister wird auf Ihre Fragen nicht antworten. Das ist das eine. Und dann bot ich der Inhaberin dieses Familienunternehmens eine freie Anzeige in der Seniorenzeitung, die ich ehrenamtlich mache. Aber die wollte lieber da nicht noch irgendwie, da waren es erstmal die Bogen geglättet und sie dachte, jetzt ist es vorbei und sowas. Das ist die Stimmung, die durch sowas, also ganz bewusst und ganz gezielt vorgebracht wird. Und im letzten Jahrtausend nicht erwartbar gewesen wäre, ging mir genauso, das hätte ich nie und nimmer so erwartet nach dem Ende der DDR, dass solche Verhaltensweisen und solche Verhaltensmuster und solche Verängstigungen wieder der Normalfall würden. So, im Hintergrund all unserer Debatten steht natürlich immer noch Corona und ich will jetzt nicht gewaltsam darauf zurückkommen, aber mir kam eine Meldung am Freitag auf den Tisch, dass die Kassenärztevereinigung die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen fordert. Also das finde ich schon relativ sensationell, dass jetzt eine große und standesmäßig ja doch sehr gefestigte Vereinigung hier hervortritt und sagt, jetzt sind wir eigentlich durch. Jeder, der wollte, konnte sich impfen lassen und eigentlich ist fertig. Wird das jetzt der Gamechanger? Also die Stimme ist meines Erachtens untergegangen. Genauso wie der schlichte naturwissenschaftliche Fakt permanent untergeht, dass die Infektionszahlen, die wir jetzt noch immer täglich gemeldet bekommen, ja nichts anderes bedeuten, als dass die 6.000 Infizierten heute in zwei Wochen 6.000 Genesene sind, die eigentlich 3 oder 2G unterfallen. Mit anderen Worten, diejenigen, die noch nicht geimpft sind, immunisieren sich schrittweise durch Ansteckung. Eigentlich ist das fast eine gute Nachricht jeden Tag, wenn man mal von den Toten absieht, die im Zusammenhang mit oder durch Covid-19 auch sterben. Aber die Zahl derjenigen, die entweder geimpft oder immunisiert sind, steigt beständig und es gibt aus meiner Sicht, zumindest rein naturlogisch, wenig Grund zu allem neuen Alarmismus. Wenn denn das nächste hochbrisante Virus entdeckt ist, wird man es schon melden. Joachim? Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten mit keinerlei Erleichterung rechnen dürfen. Jetzt kommt die Bundestagswahl, dann kommt die Regierungsbildung und mitten in dieser Phase, bevor da nicht die Verhältnisse klar sind, wird immer schön so weitergemacht und keiner will da und kann vielleicht auch gar nicht in dieser Phase irgendwelche Erleichterungen oder Reduzierung der Grundrechtseinschränkungen durchsetzen. Das wird auf Ebene sogenannter Populisten weitergehen und von den Medien nicht als gewichtig oder prioritär bewertet werden. Und darum wird das erstmal so bleiben bis in den Winter. Und wer weiß, ob im Winter dann nicht wieder die Zahlen hochgehen und so weiter und so fort. Also vor dem Frühjahr sehe ich da keine große Reduktion der Grundrechtseinschränkungen. Und die Kassenärztliche Vereinigung wird nochmal genau hinschauen und ihre Meinung
korrigieren und den wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen. Aber es ist natürlich interessant, so wie die STIKO, unverzeihlich, dass selbst die Politik ja mehrfach darauf hingewiesen hatte, dass wir mit der klassischen Inzidenz nicht weiterkommen und dass die Hospitalisierungsquote eigentlich der neue Maßstab sein sollte. Es wird aber tapfer weiter die ganz normale Inzidenz vermeldet, weil offensichtlich da irgendwie das größere Drama drin steckt. Die Hospitalisierungsquote ist im Prinzip derzeit komplett unproblematisch. Und wenn man die Begründung zugrunde legt für all die Lockdown-Maßnahmen, wir wollen das Gesundheitssystem nicht überfordern, ist im Augenblick nicht der geringste Anlass dazu. Man muss allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dadurch, dass wir als Bild-Zeitung ja regelmäßig sehr kritisch mit dem Corona-Regime umgehen, dass wir eben auch sehr heftig angegangen sind von der Gegenseite, die eigentlich sich permanent noch immer bedroht fühlt und man wisse ja nicht, und die Delta-Variante, also auf eine diffuse Bedrohung lieber mit super Vorsicht reagieren möchte. Auch diese Klientel ist ja da. Ganz besonders toll ist es ja, wenn sich Ärzte zu dieser super bedrohten Gruppe zählen. Und ich habe da einen Artikel in der Welt gelesen. Da geht es um Magen-Darm-Ärzte, die sagen, also sie gehen bei Untersuchungen ihrer Patienten ein so hohes Risiko ein. Und die Frau, die da als Sprecherin der niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte zitiert wird, die sagt, also man muss sich schon fragen, wie viel Risiko ihr und ihren Mitarbeitern eigentlich zugemutet werden könne. Also sie malt da den Teufel von ungeimpften, quasi tödlich ansteckenden Patienten an die Wand. Ein ärztlicher Berufsverband, der sowas tut. Und Entschuldigung, also bis jetzt war es ja so, auch wenn du AIDS hattest, konntest du zum Arzt gehen. Da war ein gewisses Risiko, aber der Arzt ist deswegen Arzt geworden, weil er einen hippokratischen Eid geschworen hat, den Menschen zu helfen. In jedem Fall den Menschen zu helfen. Und Ärzte, die Angst vor ihren Patienten haben, die sind schon relativ fragwürdig. Ja, ich habe den Beitrag auch gelesen und keinen Indiz gefunden, wovon denn diese ganz besondere Gefahr ausgehen sollte. Denn es haben ja auch andere Physiotherapeuten, andere Berufsgruppen physischen Umgang mit Menschen. Also wer an einer Supermarktkasse sitzt, hat am Tag mehrere tausend Menschen, die an ihm vorüberziehen. Und ausgerechnet ein Arzt, der sich schützen kann, fühlt sich bedroht. Das fand ich also ziemlich abwegig, zumal es ging da wohl hauptsächlich auch um Darmspiegelung. Ich nicht einsehen konnte, wo da irgendwo eine Schutzlücke ist. Man geht ja für gewöhnlich davon aus, dass Ärzte ohnehin bei sensiblen Operationen auch keine anderen Keime übertragen wollen und übertragen bekommen wollen. Mit anderen Worten, eine medizinische Maske, Handschuhe und normaler OP-Anzug bieten eigentlich ganz normalen Schutz. Es schlägt wirklich sehr seltsame Blüten, das Corona-Regime. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Ärztin, es war eine Ärztin oder der Arzt, der das gesagt hat, sicherlich auch, weil er die Gefahren ja als besonders groß erachtet, geimpft ist. Und in diesem Zusammenhang wird ja auch häufig der Begriff von der Vollimmunisierung verwendet. Wenn man geimpft ist, kann man ja nach wie vor Corona kriegen. Herr Drosten hatte, glaube ich, kürzlich gesagt, er wolle sich jetzt als nächstes anstecken, damit dann auch das Immunsystem noch besonderes ergänzenden Schutz gewährleistet. Und man kann Leute anstecken, man kann Corona kriegen. Und in diesem Kontext wird der Begriff Vollimmunisierung verwendet. Und das sagt ja sehr viel aus über das Vertrauen der Dame, die das gesagt hat, an den Impfschutz, den sie sicher hat. Sie ist geimpft, unterstelle ich, will aber gleichzeitig nicht mit Leuten, die nicht geimpft sind oder doch geimpft sind, in Kontakt geraten. Das ist in seiner Absurdität schon wieder äußerst unterhaltsam. Joachim, jetzt hast du vorhin noch ein Stichwort gegeben und ich habe es mir aufgeschrieben, du sagtest Regierungsbildung und mir kam das plötzlich so komisch, so fernliegend vor, ich kann es mir gar nicht vorstellen, eine Regierungsbildung. Ich meine, wir haben jetzt demnächst eine Wahl, aber die Regierungsbildung, und da muss ich auch sagen, die Bild-Zeitung hat das gut gemacht, die hat nämlich schon gefragt, wer wird uns eigentlich zu Neujahr regieren? Eine Frage, die ich eigentlich an der Stelle abschließend gerne mal in die Runde geben würde. Wer regiert an Neujahr? Ich habe vor 3 Wochen schon einen Artikel geschrieben und habe gesagt, Olaf Scholz. Das ist einfach meine Prognose. Ich glaube, das wird eine Ampel geben. Manche Grünen-Abgeordnete sollen ja im Moment schon damit spekulieren. Vielleicht ja doch Jamaika, aber dann nicht mit Laschet. Aber das ist, glaube ich, ein zu großer, also Bundestagsabgeordnete sollen das transportieren. Aber das ist, glaube ich, ein zu großer Wurf, weil sich das Establishment der CDU den Armin nicht wegnehmen lässt. Der wird ihn jetzt die Wahl verlieren, jedenfalls ein schlechtes Ergebnis, das meine ich damit, mit deutlichen Einbußen. Wo die nun landen, weiß ich nicht, aber in den unteren 20ern wahrscheinlich.
Und es läuft alles auf Olaf Scholz hinaus. Schön ist es nicht, aber so wird es wahrscheinlich kommen. Du meinst aber auch in einer Deutlichkeit, die es eben erlaubt, recht schnell zu Potte zu kommen. Denn mit der Frage, wer regiert an Neujahr, war ja auch verbunden eigentlich die Idee, dass es so eine Hängepartie gibt wie beim letzten Mal. Ich habe so das Gefühl, und da würde mich auch interessieren, wie ihr das alle seht, ich habe so ein Gefühl, ich bin ja sonst eher nicht so ein Gefühlsmensch, aber ich habe so ein Gefühl, dass da irgendwas köchelt und dass, wie es so im Volksmund heißt, der Drops noch nicht gelutscht ist. Ich habe eine große Unsicherheit, ob das alles jetzt so ausgeht, wie die Prognosen sagen. Ich bin nicht davon überzeugt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir plötzlich alle da sitzen und sagen, wir werden es ja sehen. Oh. Wie das O aussieht, weiß ich aber nicht. Aber ich habe das bestimmte Gefühl, da kann noch irgendwas passieren, womit keiner gerechnet hat. Ralf Schuler, auch so ein Gefühl? Das beschleicht mich in der Tat manchmal auch, weil die Situation einfach so unübersichtlich ist. Rein machtarithmetisch müsste eigentlich die Kanzlerin Angela Merkel nochmal die Neujahrsansprache halten, weil Dreierbündnisse gerade auf Bundesebene natürlich noch komplizierter zu bilden sind als die vorherigen Konstellationen. Und man muss sich ja mal vorstellen, wir haben als wahrscheinlichste Varianten entweder eine Ampel oder Jamaika und man muss dann immer jeweils einen aus dem anderen Lager rüberziehen. Jamaika müsste die Grünen davon überzeugen, dass man mit FDP und Union zusammen macht. Das bedeutet dann, dass ein Grüner oder die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, welche Rolle sie nach der Wahl noch spielen wird, weiß man nicht, sich dann vor die eigene Partei stellen muss und sagen, wir gehen mit der Union, die wir immer schon für Stillstand und konservative, reaktionäre Weltbilder gegeißelt haben, die jetzt nochmal 12% aufs letzte Ergebnis verloren hat, mit der gehen wir jetzt aber zusammen und setzen uns ans Boot, weil das die beste Erneuerung, schwierig. Gleichwohl müssen natürlich die anderen Partner, die den Dritten dazu holen, diesen mit Geschenken überhäufen, mit Wahlgeschenken, bis der nicht mehr rausgucken kann aus dem Berg der Zugeständnisse. Und andersrum müsste halt die FDP von SPD und Grünen derart mit Zugeständnissen zugepflastert werden, dass die gar nicht anders können, als zuzugeben, von der großen Steuerreform bis nie mehr Tempolimit. Und also man müsste die FDP in ihrer Grundprogrammatik einfach zum Zuge kommen lassen. Das kann ich mir auch schwer vorstellen. Denn trotzdem bleiben ja die taktischen Nachteile von so einem Wechsel. Die FDP sitzt dann zwischen zwei linken Bewegungen als letzter bürgerlicher Bremskeil und kann eigentlich kaum durchsetzen, dass die anderen beiden nicht auch irgendeinen Punkt machen. Und andersrum sitzen die Grünen zwischen zwei Bürgerlichen, wo sie eigentlich hinwollen. Das ist der Vorteil. Dass Herr Habeck würde das ganz gerne wollen, dass man sich bürgerlich etabliert. Aber die Gefahr, dort zerrieben zu werden, ist natürlich auch sehr groß. Und dementsprechend habe ich eher die Befürchtung, dass es ein ganz übles, zähes Ringen gibt, was eben dann auch durch lange Zeitläufe sich äußert, sodass die Kanzlerin gute Chancen hat, am 21. Dezember die Amtszeit von Helmut Kohl zu übertreffen und dann auch noch die Neujahrsansprache zu halten. So, und Bernd Zeller, was haben Sie für ein Gefühl? Gefühle habe ich gar nicht so sehr. Ich hatte Anfang des Jahres, hätte ich darauf gewettet, also noch gut aussah für Schwarz-Grün als Option, vielleicht sogar als Grün-Schwarz, dass es für Annalena nicht reicht und sie sich aber ausbedingen kann, Schwarz-Grün nur unter Kanzlerin Merkel. Das würde wahrscheinlich Schwarz-Gelb-Grün nicht hergeben, also dass das erreichbar wäre. Aber noch ist die Kanzlerin nicht weg. Und der eigentliche Kampf wird nach der Wahl erst losgehen, um die Deutungen und um das, was das Wahlergebnis zu bedeuten hat. Jetzt im Moment wird überhaupt nicht thematisiert. Es werden gar keine Probleme angeschnitten, gar keine Themen, gar keine Kontroversen geführt, sondern nur Pseudo-Probleme und Pseudo-Phrasen plakatiert und erzählt und auch abgefragt. Also da ist das Wahlergebnis nur ein minder relevantes Teilchen, ein Element in dem Kampf, der danach kommt. Also der O-Effekt, von dem Joachim Steinhöfel gesprochen hat, ich glaube, ich habe auch so ein Gefühl, dass der kommen wird, ohne zu wissen, wie das O aussehen wird. Da schließe ich mich ganz an. Vielen Dank, Joachim Steinhöfel, Ralf Schuler und Bernd Zeller. Das war die 163. Ausgabe von Indubio am Sonntag, dem 19. September 2021.
Nächsten Sonntag, wie gesagt, gibt's Indubio Spezial unter dem Motto Saures zur Wahl. Und zwar werde ich am Abend ab 19 Uhr live mit vielen Gästen das Wahlergebnis, soweit sich's dann eben abzeichnet oder vorliegt, besprechen und erörtern. Aber zunächst mal verweise ich auf die nächste Ausgabe am Donnerstag. Und da geht es um die großen Fragen des Lebens, die in der politischen Debatte derzeit fast überhaupt keine Rolle zu spielen scheinen. Fragen zwischen Leben und Tod, Abtreibung, Sterbehilfe, Organspende und solche Dinge aus der Perspektive des Lebensrechts. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder zuhören und wünsche jetzt allen einen schönen Sonntag.